Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Ich habe ein paar Nebenaufgaben gemacht und jetzt sind ein paar interessante Aufgaben da. Also einerseits müssen wir mit Amit sprechen, dann in Schatten der Entdeckung mit Sebastian in der Krypta reden, dann mit Nette in Lower Hogsfield reden und dann haben wir noch Dracheneffekte mit Poppy und halt doch jeweils noch das Fohlen des Todes. Das habe ich jetzt neu dazu gekriegt von Deke. Und halt das mit den Statuen. Und die finde ich halt, also die oberen finde ich halt recht interessant und ich denke, die werden wir jetzt auch zusammen machen. Das erste, was wir machen werden, ist mit Sebastian in der Krypta reden. Sebastian hat mir eine Eule geschickt und mir mitgeteilt, dass er im Buch aus dem Skriptorium etwas Interessantes gefunden hat, worüber er mit dir in der Krypta sprechen möchte. Ich bin da schon mal hingelaufen. Wir müssen eigentlich nur noch reingehen. So, einmal betreten. Ach ja, ich habe noch zwei Mods installiert. Einerseits, dass die Minimap schärfer ist. Dann, dass wir überall fliegen dürfen. Draußen. Und, was war der letzte? Ah ja, das Flohnetzwerk. Die Personen reden jetzt nicht mehr. Jedes Mal, wenn man dann vorbeigeht. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was denn? Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen, aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Ja, das und war mach dir keine Sorgen kurzes um Gespräch. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Oh. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Arme Anne, armer Sebastian. Genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Ja, es gibt ihm Hoffnung und es wäre vielleicht doch eine Option. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend, bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Mal sehen, wenn es soweit ist. Na gut, das wäre dann die Mission. Können wir schon das nächste machen? Dann würde ich nämlich sagen, wir sprechen mal mit Poppy wegen dieser Drachengeschichte. Einmal in die Karte. Hogsmeade. So, klar. Hier hinreisen. Sehr gut.
Boah, ich wollte gerade schon sagen, ist das laut, ist auf einmal schneller worden. Dabei war es nur eine Überblendung. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Zu Hause? Oh, moin. Hier drüben. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Oh, können wir das nicht behalten und dann habe ich meinen eigenen Drachen? Ja gut. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Ja, will ich gerade nicht sagen. Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich. Zumindest fürs Erste. Verstanden. Jeder hat sein Geheimnis. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Okay, alles klar. Gut, dann wäre das auch schnell erledigt gewesen. Aufträge, Nettjad von Zauberer. Reden wir mal mit ihm. Bist du zufälligerweise in Hogsmeade? Nein, natürlich nicht. Hogwarts? Okay. Schnellste Punkt wäre hier. Und wieder zurück. Wow, cool. Da ist mein Spiel gecrashed. Ich lad mal schnell neu. Okay, das Spiel wäre wieder geladen. Das ist das allererste Mal, dass es bei mir so abcrasht. Und wo müssen wir eigentlich hin? Hier rauf wieder. Ganz nach oben. Ah, Treppen, aber immerhin bleibt man dann sportlich. Oh, eine Rutsche! Mal ausprobieren! Oh, noch eins hoch. Revelio. Oh, hallo. Nee, Moment mal. Dankeschön. Nice. So, Amit. Schieß los. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, absolut, er will mir bloß nicht etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Lass doch gemeinsam gehen, dann... halt nicht. Könnte ich jetzt hier einfach wegfliegen? Lol. Das geht. Kommst du da durch? Los! Oh, scheiße. okay. Doch, ich hab's ausgeschafft. So. Oh, das ist doch ein bisschen weit.
Will ich da vielleicht doch eine Schnellreise machen? Ich glaube, ich mache eine Schnellreise. Weltkarte. Wo ist das? Ach, da hinten. Was am nächsten? Der Punkt da. Und ich sollte jetzt noch auf meinem Mount oben sein. Das hat zumindest mit dem Besen schon einmal so funktioniert. Na komm. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ah, schon geil. Ich weiß auch im Kampf ganz nützlich mit den Krallen. Das kann jetzt gerade nach unten routen. Dunkler Straßenköder. Nee. Unten hat's interessante. Moment mal. Ich wollte gerade sagen, es ist die Eisenbahn, aber das ist irgendwie so Minendinger. Das wäre mal Blick wert da unten. Ich glaube, das schauen wir uns später an. Ach, das geht ja eh da rauf. Und wir gehen eh da rein. Okay. So, wir müssen ein bisschen höher, mein Freund. Oh, halt. Nein. Runter. Okay, Alter. Langsam. Na also. So. Und absteigen. Servus. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Oh, das ist, naja. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbore mit seinen Büchern. Bragbore? Ein Vorfahre von Renrock. Der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbore besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbore für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen.
Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen ja, vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay, aber ansonsten... Ich warte auf Ihre Rückkehr. Sonst hätte ich einfach Brecheisenmethode gemacht. Dann also bis bald. Ja, gut. Ab in die Mine. Ich wollte eigentlich ein Video machen. Ich weiß nicht wieso, aber die Mine erinnert mich irgendwie voll an Herr der Ringe. Mit den Zwergen. Schnellreisepunkt. Ja, immer her damit. Gibt's hier was? Nö. Ja, gut. Dann rein hier. Diese Tür beobachtet uns. Ach, warte mal. Ich hab da so eine Idee. Was ist, wenn wir das hier machen? Schaust du uns noch an? Nee, ne? Er macht es auch. Die Frage ist nur, wie kriegen wir jetzt da die Tür auf? Achso, einfach aufmachen. Ja, okay, wow. Das Auge der Mine. Der nächste Dungeon. Ob das jetzt vielleicht das hier ist? Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ach, wenn du wüsstest, was ich schon alles gesehen habe. Natürlich. Müssen wir das jetzt wirklich auf Schleichen machen? Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Komm, Franco. Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Und runter geht's. Wie ich so ein Design liebe. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Depulso. Nee. Das braucht er nicht. Ich werde mal den hier. Und den hier dann mit reinholen. Okay, das scheint schon mal gut gewesen zu sein. Jetzt läuft. Was bringt mir das, dass das jetzt läuft? Also, ich habe einfach eine Tasche gekriegt. Okay. Ja, voll Herr der Ringe. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. So, da. Und einmal drüber hüpfen. Kommst du? Durch dann halt nicht. Kommst du jetzt mal her da? So, kommst du jetzt? Alter. Dankeschön. Amit, bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Das stimmt. Ah, ich weiß nicht, ich will da eigentlich nicht schleichen. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Passt auf, wo ihr hintretet. Nice. Mehr. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Was ist das hier? Ganz viel nix, aber sieht cool aus. Kein Megapower-Tank mehr. Okay. Wir werden beobachtet.
Ja, also die tolle Tür. Ja, aber wir machen uns gleich wieder unsichtbar. So, eins. Herumschleichen. Glaub mir. Ah, warte mal, muss man das ziehen. Das hat nicht gereicht. Und auch Bombarder. Ah, dann hat doch Feuer auch funktioniert. Dann holen wir uns hier noch mal einmal Feuer. Incendio. Was genau hat das jetzt gebracht? Und wir müssen doch. Wir müssen da irgendwie rauf, da hat's was. Ist jetzt hier was anders? Akio. Na? I am not so. Ah, Moment, können wir jetzt hier rauf? Oh, ich glaube, wir können jetzt hier rauf. Nice. Da rein. Wie kriegt man das auf hier? Ah, so, okay. Alles klar. Ich war doof. Und da unten müsste eine Kiste sein. Nice. Oh, müssen wir erst wieder identifizieren. Ich fühle mich wie Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ah, ich glaube, wir haben es gerade gefunden. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Ach so, okay. Mit leeren Händen zu Lodgok. Ja, schick eingerichtet. Revelio. Revelio, was haben wir hier für. Oh, da oben hat es noch was. Oder soll man zuerst nach unten gehen? Da hinten sind sie. Tränke brauche ich halt einfach absolut selten. Wir könnten mal ein bisschen Kampfpflanzen einsetzen. Da Alraune beispielsweise. Nice. So. Ja, ich weiß, dass ich auch wieder. Ja, da. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Also bis jetzt sieht es ja noch ziemlich normal aus hier unten. Also halt koboldmäßig, aber nichts, was jetzt irgendwie speziell wäre. Schmiede. Oh, da sieht er genau. Oh, moin. Nice. Alter, hier drin kämpfen ist beschissen. Ah, so, waren das alle? Nein, natürlich nicht. Nice. Cool. Nice. Das ist einfach zu viel.
Ach komm, das macht doch Spaß. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Ah, da. Da hätten wir ja noch was. Wenn ich das korrekt überlasse, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Es muss größer als das da zum Beispiel. Was könnten die bauen? Ah, da hinten. Geld. I need that. Nächste Schriftrolle. Noch ein Bauplan. Was haben sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. So, Feuer-Action mit der 4. Wir gehen da mal nach oben. Was bestimmt gut ist. Yes. Kann ich auch nicht mitnehmen. Und gut ist hier hinten. Cool. Was muss ich jetzt hier ziehen? Ach, das hier. Einmal die 12. Das hat jetzt was bewirkt. Jetzt geht das hier auf. Geheimgang. Soll ich da lang? Ich glaube, da geht's weiter. Dann gehe ich noch mal erst in den anderen Raum da hinten. Hä? Wer hat mich da gesehen? Ah, du! Wo kommst du her? Tja, weg ist er. Das ist der letzte Anhänger. Wirklich bedauerlich. Ich denke, die meisten Kunden sind intelligent und freundlich. Und auch da würde es theoretisch weitergehen, aber da kommen wir nicht durch. Also müssen wir von anderen Seiten rein. Wo ist da die Kiste da oben? Wie komme ich da hin? Ach, da hinten. Geheime Tür. Wo? Ach, hier rein. Wird schön alles eingesammelt. Nice. Und sowas? Ja, da hinten. Dankeschön. So, auf Express. Achso, das war nur der Trank da hinten. Können wir die auch mal wieder mitnehmen? Den Raum der Wünsche. Ja, mal nach links. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Komm, geh. Was bist du? Ah. Hast du was? Nee. Bezüglich dem da, kann man da was machen? Bombarda! Incendio! Ah. Okay. Kommt's mit. Oh, das sieht noch Showdown aus. Hallo. Sänger. Geil. Oh, Finisher. Fuck, 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 fuck. Weg da. Nice. Ja, ich glaube, bei den Kobolden sind wir dann, glaube ich, auf der schwarzen Liste.
Neues. Wie gibt es denn hier noch? Das waren sicher die letzten Armeen. Oh, glaub nicht. Da kommt bestimmt noch mal was. Da haben wir diese geile Tür. Wir können da wieder ziehen. Ach, hier. Hat aber so nicht sehr viel gebracht. Da oben leuchtet was. Da will ich einmal hin. Ah, ist wieder der Powertrank. Revelio! Gibt's Geheimnisse? Nö. Dann gehen wir hier rein. Oh, da hat's Kiste. Hallo. Unsichtbar machen? Ich bin leise. Die Tür wird doch jetzt nicht einfach so aufgehen, oder? Oh, doch, tut sie. Ah, I see. Incendio. Und ich glaube, da war es das letzte Stück. Das ist nicht gut. Das sieht aus. Riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten noch zu groß für diese Mine. So groß sah das jetzt aber gar nicht aus. So, einmal da ziehen. Ach hier. Was? Ach so, der Lift kommt da jetzt. Also Expressweg nach draußen. Hoffe ich mal. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ach komm, sei keine Pussy. Bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Wollen wir hier schon mal? Okay, wir gehen hier raus. Ja, da hat es einen Bereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Schloss auf Stufe 2. Ach, Mann. Das ist gemein. Müssen wir diese Kugeldinger sammeln. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Und tschüss, Kowski. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat. Dass wir da jetzt eine XXL-Bohrmaschine haben. Ach, mit dir soll ich quatschen. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ob das so schlau ist? Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Dankeschön. Servus. Da wäre ich wieder. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol.
Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja. Aber woher... Professor Ficks Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaws Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaw irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Ich freue mich ja schon irgendwie auf den Showdown. Okay. Ich würde mal gern die Mine jetzt hier ein bisschen genauer anschauen. Geht es immer schlecht. So. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Ja, gleich, ich will mir erstmal das hier anschauen. Ich habe versprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebräische-Freundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Das hier hin? Steht auch ein Einzel... Ob wir den anschieben können? Vermutlich nicht. Okay, schauen wir mal, wo das hingeht. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach! Nö. Dann wieder zwei Wölfe. Ach, und geht das jetzt darauf zu dem Tor, wo wir gewesen sind? Ja, okay. Alles klar. Und wieder Rätsel. Ja, dann schauen wir doch mal. Ausrüstung haben wir ja, glaube ich, was Neues gekriegt. Das ist schlechter, das ist auch schlechter. Was bitte? Ich glaube, vielleicht einen Raum der Wünsche mal. Du bist besser. Minus 12 Offensive. Nee. Nee, ist nämlich auch nicht. Mal hier. Nö, garantiert auch nicht. Nee. Nö. So, Aufträge. Zurzeit trifft sich mit Sebastian bei der Katakombe. Belohnung Imperio. Ja, wir machen da mit Sebastian weiter. Eventuell ist es eh in der Nähe. Sebastian, wo bist du da? Da? Okay, das ist alles andere als in der Nähe. Dann gehen wir mal hier hin.
Dein Handlungsstrang, der wird spannend. Mit 50-50 Chance, dass er in einer Katastrophe endet. So, welche Richtung? Da lang. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja. Ach, da ist diese Mühle. Ah, shit. Juckt's Auge. So. Und auch. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Allerdings. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Oh, durch die Vordertür rein. Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir teilen aus, ja. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Cool. Nach dir. Alles klar. So, Kollegen, wir werden jetzt hier mal ein bisschen da aufräumen. Da vorne sind sie. Geh du voran. Alles Niemand klar. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Bombard. Kozio. Autsch. Nice. Du bist nice. Ah, das sind aber vom Level irgendwie recht gut, ne? Na, der Rest. Sieht er noch mehr rot. Schade. Ah, da Sachen mitnehmen. Moinsen! Die Kollegen sind leider tot. Kozio. Ich glaube, mit Kozio sollte ich als allererstes immer angreifen, damit die dann mehr Schaden nehmen. Das Lager ist noch nicht markiert, dass es ausgenommen ist. Ich brauche die zwei Gegner da unten noch. Jetzt irgendwo ein Schatz. Ach, da hinten. Und das hier. Nice. Jetzt habe ich einen Haken. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Ich würde gerne mal wir irgendwas mit dem Zug hier drin machen. Idealerweise mit dem Hogwarts Express mal was. Nice. Kommst du nicht davon? Ah, doch. Ich will dich an den Tod hängen. Trivioso. Halt. Okay. Mehr. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist allerdings ziemlich relativ. Also, ich find's witzig. Das war relativ spaßig. Cool. So. Wo ist der Eingang? Ja? Gibt es hier Geheimnisse? Ja, gibt es. Schön mitnehmen. Wo geht's denn hier hin? Revelio. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ausrüstungsplätze sind voll. So. Nein.
Lass, ich muss mir das Sachen hier kaputt machen, damit ich neue geile Sachen krieg. Brauche ich hier mal mehr Platz? So, zerstören kostet nur 60. 60. 90. Haben wir vielleicht noch etwas, was günstig ist? 150. 60. Zerstören. Na gut. Ach, egal, auf das da vorne. Aussichtspunktmine. Schräger Name. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Bombarde! Wow, geil. Oh, wow. Wie du so schnell hier auftauchst? Dieser Ring gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallbericht geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Krieg ich dich da irgendwie weg? Nice. Mehr. Ah, ist halt auch wieder schlechter. Was ist das? Ah, okay. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Lol, okay. Oh yeah, Showdown. Nice. Komm, Finisher. Geht schon. Nice. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Na, überhaupt nicht. Geben, das sie unbedingt haben wollen. So, hier hat es irgendwo einen Schatz. Ah. Kiste. Lass mich raten, die muss... Ne, hier wird es keinen Sinn machen. Ich komme doch einfach so hier rauf, oder? Okay, doch. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, schweben lassen. Welcher war das? War er hier, gell? Adam Libiosa. Regardium Libiosa. Aber in die Richtung müssen wir. Sollen wir zuerst woanders hin? Ich glaube, wir gehen erstmal woanders hin. Ins Zentrum. Ich möchte den Schatz hier haben. Nice. So, dann bleibt nur noch eins. Aha. Hier rauf. So, was los? Nice. Er hat das jetzt aber noch nicht gewertet. Was fehlt mir hier? Revelio. Ist da hinten wird es jetzt nicht sein, oder? Was ist hier? Ach egal, wir gehen weiter. Vingardium Leviosa. So, reinstellen. Dankeschön. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Ja, finde ich auch. Ich hasse sie. Das ist einfach nur eklig, eine Spinne. Also gerade wenn ich im Schlafzimmer oder so eine Spinne sehe, die muss da weg. Ich kann da nicht schlafen. Egal was für eine. Und wenn sie noch so harmlos ist, geht gar nicht. Das sieht nach Showdown aus da unten.
Umwerfend. Oder auch nicht. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Was haben wir hier Schönes? Nicht sehr viel. Rebellion. Ja, Secrets. Kiste. Da unten. Du kommst mit. Oh, da ist ja auch noch was. Komm ich da einfach durch? Yes. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Das sieht auch nach Nebengang aus. Komm, geh rauf da. Nächste Kiste. Oh, Mann. Muss wieder Sachen kaputt machen. Komm mal hier ein paar. Okay, das will ich nicht kaputt machen. Ach, was soll's? Machen wir die beiden hier kaputt. Achso, nein, das habe ich ja an. Zerstören hier. Das auch. Mann. Oh, nice. Ist sogar besser. Das ist, glaube ich, wieder Reparo hier. Das ist mit der Kollege da. Reparo. Den Zauberspruch braucht man echt selten. Oh, Spinne. Mein Sen. Arresto Moreno. Bombarde. Descendo. Kurzio. Nice. Das ging jetzt schnell. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ja, ich auch. Wir werden fertig. Professor Hackett wäre stolz. Wir gehen in die andere Richtung. Bombarde. Incendio. Hier rein. Da ist es ja. Und da hinten geht's auch noch weiter. 4. Bam. Geht schon. Ah, schon wieder nicht identifizierbar. Mann. Inzelt. Okay, da geht's aber auch noch irgendwo hin. Kiste. Alter, das kann's doch nicht sein. Du bist besser. Mal ausrüsten. Zerstören. Ja, komm, was soll's? Komm, tun wir mal zerstören hier. Du bist mal nicht. Zerstören. Zerstören. Okay. Mal wieder ein bisschen was am Platz. Ach, Prüfungen in Merlin sollte ich mal machen. Oh, moin. Alter. Das zirbelt aber ganz schön hier. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame... Der nächste Kampf steht uns bevor. Ja, geil, Geronimo. Nice. Ich
Und Spinnen natürlich auch noch mit dazu. Scheiß Spinnen. Oh, Big Mama. Nice. Ah, doch. Ja, wow. Nice. Ah, spiel den Haupt doch mal hier ab. Komm, Finisher. Autsch. Nice. Hier haben wir aufgeräumt. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, gut gesagt. Okay, Geheimnisse. Ja, da oben. Warte mal. Da ist was. Da kann ich was machen. Incendio. Nur eins von den Dingen? Gut. Jetzt können wir uns endlich. Da muss ein noch Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Ah, dich brauche ich, um da hinten hochzukommen. So, lass los. Ah, da ist das andere. Incendio. Moment, kann ich da was kaputt machen? Nee, ne. Ach, schau an, es sind drei. Also... Ah, die sind unterschiedlich schnell. So, lass bei denen erstmal hier fertig werden. Okay. Einmal du und einmal du. Das war unerwartet. Bindest? Und auch. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an sein Auge erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen und ich musste mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du gewählt? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, ich finde die Wand hier ein bisschen komisch. Sieht nach Sebastian. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht. Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber... auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Revelio. Ja, hier lang. Jetzt kann ich da durchgehen. Okay. Als Schnellreise. Also die Krypta verbindet irgendwie sehr viel.
der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Warum? Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Lotzkopf. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Ja, das war jetzt alles andere als geil. Naja, gut. Aber ich glaube, er wird seine Meinung vielleicht nur ändern. Ja, an der Stelle würde ich sagen, sind wir an der Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. War spannend mal wieder. Vor allem die Mini hat mir sehr gut gefallen. Hoffe ich auch. Und wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und bis bald. Ich hoffe, Professor Fitz. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.